wir haben es vorher schon kurz angerissen, lohnt es sich, Ads auf seinen Releases zu schalten? Ja. Weiter geht's. Warum? Nein, also wir hatten ja schon ein paar Mal, glaube ich, im Podcast auch drüber gesprochen, dass ja dieses Ads-Thema schon ein Thema für sich ist, auch dass man sich da ja schon relativ detailliert befassen sollte, bevor man ja auch überhaupt eine Ad schaltet. Es ist auch irgendwie ein Job für sich, ne? Also Marketing ist ja nicht umsonst auch ein Job. Und trotzdem wird natürlich auf Künstlerseite oder auf Labelseite immer erwartet, dass jeder alles kann. Und gerade deshalb sprechen wir ja auch drüber, weil es ein ganz wichtiger Faktor ist. Und ich habe die Frage ja gerade schon kurz beantwortet. Die Antwort ist definitiv ja, auch wenn es nicht immer sofort so aussieht. Ich würde die Frage sogar ein bisschen anders stellen. Macht es Sinn, auf meinem Katalog Werbung zu schalten? Mhm. Denn auf einem Track wird es schon monetär fast ein bisschen schwierig. Wenn wir von ROAS, also Return on Ad Spend, sprechen, was steckt ihr rein, was kriegt ihr später raus, dann ist Werbung auf einem Track katastrophal. Mhm. Also selbst wenn du irgendwie ein CPC oder ein Cost per Conversion hinbekommst, der in einem sensationellen Bereich liegt für Meta und TikTok, also selbst wenn es 3 Cent sind oder so, dann ist das nach Adam Riese immer noch nicht genug. Dann zahlst du 3 Cent, um jemanden auf Spotify zu kriegen, und Spotify zahlt dann 0,00x. Mhm. Ja. Insofern, für einen Track und kurzfristig lohnt es sich vielleicht nicht. Aber Musikindustrie ist ja ein Marathon und kein Sprint. Dementsprechend, wenn ihr ein Label habt, wenn ihr ein ambitioniertes Projekt habt, das auch über einen längeren Zeitraum geht, wo mehrere Releases kommen, dann macht es auf die lange Sicht definitiv Sinn, Werbung zu schalten. Ich glaube, es zahlt halt auch auf ein ganz anderes Konto ein. Ja. Also ich glaube, man darf es nicht auf wirtschaftlicher Ebene irgendwie bewerten, Ads zu schalten, sondern eben eher auf so einer wirklichen Meta-Ebene. Mhm. Du bringst ja wirklich aktiv neue Nutzer irgendwie auf deine Musik, die potenziell dann vielleicht auch Fans deiner Musik werden, die vielleicht irgendwann mal zu deiner Show kommen, die vielleicht irgendwann mal dein Merch kaufen, wie auch immer. Jetzt ist es natürlich super schwer, aus dieser Masse an Leuten, die du da targetierst, auch tatsächlich rauszufiltern und die da so zu konvertieren. Ich glaube, das ist ja auch wieder ein ganz anderes Thema für sich. Aber ich würde es immer aus dieser Maske oder aus dieser Brille betrachten. Natürlich solltest du dich jetzt nicht irgendwie in finanziellen Ruin schütten damit, aber ich glaube, unterm Strich profitierst du nur langfristig davon. Definitiv. Und wie gesagt, es ist einmal so eine fanbildende Maßnahme. Und wenn wir nochmal über den Spotify-Algorithmus sprechen, ist das auch ein großer Faktor, denn schaltest du Werbung auf deine Releases, erhöhst du deine Chancen, Discover Weekly zu triggern, wirklich ganz, ganz, ganz erheblich. Ne? Und das geht wirklich auch fast nur so, denn es sieht so aus, als wäre gerade die Discover Weekly algorithmische Playlist eben getriggert durch Streams, die von deinem Spotify-Profil kommen. Nicht von anderen Playlists, nicht von Editorial, sondern wirklich von deinem Profil, von deiner Release-Seite. Und das kriegt man in aller Regel, wenn man jetzt kein Superstar ist, eigentlich nur mit Werbung hin. Und das haben wir in der Vergangenheit schon auch regelmäßig funktionieren sehen. Mhm. Aber nochmal, es macht definitiv als langfristige Taktik mehr Sinn. Und wenn wir vielleicht auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, was die fanbildende Maßnahme dahinter ist und dass es ein bisschen schwierig ist, die Leute da rauszufiltern. Auch das wird mit der Zeit deutlich leichter. Hm. Ich glaube, wir haben es schon mal gesagt, man hat ja auf den Plattformen die Möglichkeit, Zielgruppen so ein bisschen rauszufiltern. Also ich schalte heute eine Werbung, du reagierst drauf. Ja. Ja? Wenn ich meine nächste Kampagne schalte, dann kann ich eine sogenannte Custom Audience erstellen. Das geht auf TikTok, das geht auf Meta, eigentlich bei allen Werbeplattformen. Und die Custom Audience besteht dann aus Leuten, die bereits mit mir interagiert haben. Hm. Ja? Und dann schalte ich beim nächsten Release wieder Werbung eben auf diese Custom Audience, wo du ja jetzt drin bist, weil du mit dieser ersten Werbung
interagiert hast. Und so kann man praktisch langfristig Superfans rausfiltern. Mhm. Was nur super schade ist, ist, dass es irgendwie fast niemand so langfristig durchzieht. Mhm. Und dementsprechend ist mein Tipp, ihr braucht gar kein Riesenbudget. Mhm. Wir haben das funktionieren sehen mit 5 oder 10 Euro am Tag. Das geht. Ja. Ihr braucht kein Riesenbudget. Ihr braucht wirklich einfach nur Ausdauer und ihr müsst es mit einer guten Strategie lange Zeit durchziehen. Und dann macht es definitiv Sinn. Wie gesagt, ein Release schwierig, 2 Releases schwierig. Wenn ihr jetzt aber einen Katalog habt, ihr macht ein Album, dann macht es definitiv Sinn. Ja. Ich glaube halt auch, das ist so ein bisschen vergleichbar wie mit jeder anderen Industrie da draußen. Auch wenn wir jetzt hier irgendwie zum Bahnhof vorlaufen und, keine Ahnung, ein Werbeplakat sehen von Mercedes. Genau. Der Streuverlust ist ja dann noch viel, 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 viel größer, weil wahrscheinlich von den 100.000 Leuten, die da jeden Tag irgendwie vorbeifahren oder vorbeikommen, wird sich wahrscheinlich einer, wenn überhaupt, ein Mercedes kaufen am Ende. Aber trotzdem, es geht ja auch um die Markenpräsenz auch irgendwo. Ich sehe das auch noch viel, viel relevanter, gerade auch in diesem Festival-Kontext, wenn du jetzt mal irgendwo spielen solltest. Leute sind schon mal irgendwie über deinen Namen gestolpert oder es resoniert vielleicht mit denen, weil sie vielleicht schon mal irgendwie eine Ad gesehen haben oder dergleichen und geben vielleicht dir dann potenziell eher die Chance und schauen sich die Show an, als vielleicht mit einem Künstler, den sie noch nie irgendwo gelesen haben oder der noch gar nie irgendwie mit ihnen irgendwie verbandelt war. Also ich glaube, auch unter dem Aspekt kann das echt funktionieren. Voll, definitiv. Und wie gesagt, zu versuchen, die Leute immer wieder zu treffen. Ja. Ich glaube, das muss am Ende das Ziel sein. Ja. Denn mit dem eigentlichen Volumen an Leuten, die man erreicht, wird es erstmal schwierig, da direkt einen Nutzen rauszuziehen. Aber wenn ihr die richtigen Leute immer wieder erreicht und die immer mehr in euren künstlerischen Kosmos zieht, dann macht es langfristig auf jeden Fall Sinn. Und um die Plakatanalogie noch ein bisschen weiterzuführen, wir laufen ja durch Stuttgart und sehen ein Plakat für eine Veranstaltung. Ja? Und die Aufmerksamkeitsspannen, insbesondere wenn man im Auto sitzt, die sind ja wahnsinnig kurz. Ja. Also ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber 0, irgendwas Sekunden. Wenn du jetzt aber weiterfährst und dasselbe Plakat noch 5, 6 Mal siehst, dann hast du es auf einmal im Kopf. Und genauso funktioniert auch Werbung. Also es ist eine langfristige Strategie. Man muss sich vorher ein bisschen Gedanken drüber machen und dann muss man es ehrlich gesagt einfach durchziehen. Voll gut. Aber hast du da vielleicht noch mal, ich weiß, das wäre jetzt auch wahrscheinlich ein Panel oder ein Podcast für sich, aber hast du so, sag ich jetzt mal, 5 Sachen, auf die du achten würdest, wenn du eine Werbung schaltest? Also, sag ich jetzt mal, irgendwie der Werbetyp, Traffic, Conversion, wie auch immer, anhand welcher sich vielleicht auch die Zuhörer so ein Stück weit hangeln können? Vielleicht auch nicht schlecht, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Okay. Was ist der Unterschied zwischen einer Conversion und einer Traffic-Kampagne? Dann kannst du gleich selber beantworten. dann bauen wir das gleich mit ein. Ja. Also, auf allen Marketing-Plattformen, egal ob das jetzt TikTok ist, egal ob das jetzt Meta ist, habt ihr sogenannte Marketing-Objectives. Ja? Und diese Objectives sind dann, hey, ich möchte Link-Klicks haben. Ich möchte Conversions haben. Ich möchte Website-Aufrufe haben. Ich möchte Anrufe haben. Ich möchte Store-Besucher haben, jetzt bei Real-World-Stores praktisch zum Beispiel. Und mit diesen Objectives kann man praktisch den Werbeplattformen, lass mal einfach von Facebook sprechen, kann man Facebook sagen, ich möchte darauf optimieren. Und in aller Regel optimiert Facebook dann auch eben auf genau das, was du ihm gegeben hast. Optimierst du auf Likes, kriegst du Likes. Optimierst du auf Kommentare, kriegst du Kommentare. Mhm. Genauso läuft das. Jetzt gibt es in dieser Musikmarketing-Welt, egal ob für Releases oder für Playlists und Co., immer diese große Diskussion, ob wir jetzt eine Link-Klick-Kampagne laufen lassen oder eine Conversion-Kampagne laufen lassen. Ganz kurz, was ist der Unterschied? Link-Klicks optimieren auf Link-Klicks.
Das wäre zum Beispiel vor allem der Swipe-Up bei einer Story zum Beispiel oder wenn man so eine Feed-Ad sieht, auf jetzt anhören klicken zum Beispiel. Während Conversions noch einen Schritt weiter gehen. Ja? Vielleicht ein bisschen über, wo kommen Conversions eigentlich her. Das ist mit einem Online-Shop zum Beispiel ein bisschen einfacher erklärt. Bei einem Online-Shop zum Beispiel benutzt man Conversions, um ganz bestimmte Buttons auf einer Website zu tracken, ja, und auf diesen Button zu optimieren. Habe ich jetzt also einen Online-Shop, dann will ich ja, dass Leute diese Hose in ihren Warenkorb legen, ja. Und so kann ich das mit Conversions genau machen. Ich kann da Meta, Facebook sagen, hey, ich möchte darauf optimieren, dass Leute auf meiner Website auf in den Warenkorb legen klicken. Das ist praktisch wie Linkklicks auf Steroide. Ne? So. So viel zu der Erklärung, der Unterschied zwischen den beiden. Jetzt, warum ich ein starker Verfechter bin von Conversion versus Linkklick, ist ganz einfach deshalb, weil ich mit dem Meta-Team gesprochen habe und die mir gesagt haben, dass Linkklick nicht nur auf tatsächliche Linkklicks optimiert, auf Swipe-Ups, auf jetzt anhören, sondern auch auf Likes, Follows, Profilaufrufe, nur das Öffnen der Kommentarspalte. Warum? Wenn ihr jetzt zum Beispiel durch die Instagram Reels scrollt, ja, und ihr auf ein Like klickt, dann ist das im Meta, im Facebook-System ein Link. Ja. Weil hinter diesem Like-Button im Meta-System ja ein Link ist. Mhm. Ja, ihr klickt da drauf, das ist ein sogenannter Hyperlink und dann zählt es praktisch als Link-Klick. Eigentlich total missverständlich. Wahnsinn. Ja. Und ich habe ja in den letzten Jahren mit Leuten gesprochen, die Hunderttausende an Werbebudget rausknallen und niemand weiß das. Also Wahnsinn, für mich persönlich absoluter Wahnsinn. Aber gut, dass wir es jetzt wissen und hier auch weitergeben können. Ja. Und gerade deshalb, weil eine Link-Click-Kampagne eben doch nicht nur auf Link-Klicks geht, optimiere ich gerne auf Conversions. Ja. Und so. Man muss ja auch fairerweise dazu sagen, klar, so eine Conversion-Ad ist ja dann im Normalfall auch ein Ticken teurer dann. Mhm. Also da ist die wirkliche Conversion dann am Ende teurer als der Link-Klick. Ja. Und natürlich, während viele darüber diskutieren, ja, wie viel irgendwie, wie ist dein CPC, wie Kost auch immer. Per Link-Klick. Ja. Meiner ist unter 3 Cent, das war ja lange die Diskussion. Ist es immer noch leider. Und während es ja auch irgendwo stimmt, dass man natürlich so günstige Conversions wie nur möglich versucht zu bekommen, sollte natürlich das Ziel ja trotzdem ganz anderes sein. Und, ja. und zwar wirkliche Conversions zu erhalten. Und, qualitative Conversions zu erhalten. Genau, das ist der Punkt. Also wir hatten das ja wirklich, und ich meine, wir hatten das auch schon mal hier im Podcast behandelt. Wir haben ja jahrelang auch Link-Click-Kampagnen geschaltet auf unseren Playlisten. Und da auch wirklich sehr, sehr viel Geld investiert. Du genauso mit deinen Sachen. Voll. Aber man merkt relativ schnell, dass ja auch die Follower, die dann auf dieser Playlist stattfinden, die man ja vermeintlich auch als Conversion irgendwo sehen kann, weil das ist ja im Endeffekt das Ziel der Kampagne gewesen, Playlist-Follower zu bekommen, ist die Qualität doch relativ dürftig. Ja. Ich glaube einfach, Leute, die nicht einfach nur auf den Link klicken, sondern wirklich diese Extrameile gehen, Link klicken, auf der Landingpage landen, nochmal irgendwo draufklicken, woanders zu landen, dort auf Follower klicken. Das ist einfach doch nochmal eine andere Qualität, als einfach potenziell nur auf einen Link zu klicken. In der digitalen Welt ist es ein total weiter Weg. Ne? Bis dahin hat man gewartet, bis 3 neue Websites geladen sind. Das ist schon ganz schön was. Ne? Ja. Und man sieht diese Qualität der User, denen dieser Content ausgespielt wird, sieht man auch, je nach Objective, das man auswählt. Und auch das war eine Sache, die mich damals total, ich dachte, wow. Weil wenn man jetzt auf Link-Klicks optimiert, wie gesagt, optimiert man ja automatisch auch auf Likes, Follows und so weiter, weil all das bei Meta Link-Klicks darstellen. Ja? Und wenn man das mal vergleicht, die Interaktion, die man zum Beispiel auf so einem Beitrag kriegt oder auch Follower, die auf dein Profil hinzukommen, von Traffic versus Conversion, dann ist es wirklich umwerfend. Weil bei Traffic sind das wirklich Leute,
die halt vielen Leuten folgen. Das sind dann Accounts, die folgen 2.000, 3.000 Leuten, weil Facebook eben genau auf diese optimiert. Ja? Mhm. Und bei Conversion, das sind ganz normale Everyday You and Me Instagram-Profile, die 200, 300, 400 Leuten folgen. Und das sieht dann auch schon viel, viel besser aus. So viel zum Thema Traffic versus Conversion. Vielleicht noch ein paar andere Tipps zum Werbung schalten. Ja. Ich würde Musik oder Werbung für Musik grundsätzlich in den Hochformaten schalten. Mhm. Egal, ob das jetzt TikTok ist, Reels, Stories. Warum? Nicht wegen dem Format, sondern in den Stories, in den Reels, auf TikTok haben die Leute ihren Ton meistens an. Während wenn sie durch den Feed scrollen, auf Instagram oder durch Facebook zum Beispiel, ist der Ton meistens aus. Mhm. Und für Musik ist es dann doch ein recht ausschlaggebender Punkt. Ja. Ne? Dann würde ich schon mal die Visual-Seite mal angucken. Was wir leider gelernt haben, ist, dass wirklich künstlerisch tolle visuelle Assets manchmal underperformen, im Gegensatz zu irgendwelchen Assets, wo man selber vielleicht sagt, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ne? Also das Stichwort ist da definitiv testen, testen, testen. Voll. Sobald ihr eine Idee habt für so ein Stück Content, für so ein Asset, für so eine Story einfach, schreibt die auf und ich kann es wirklich nur empfehlen, testet da 4, 5, 6 verschiedene Videos, wenn ihr könnt. Ja? Und am Ende lasst ihr leider einfach die Zahlen entscheiden. Ich habe da auch persönlich immer künstlerisch ein großes Problem mit, weil ich immer denke, also dieses wunderschöne Asset, lang gedreht, schön geschnitten. Aber sticht halt weniger vielleicht raus. Das hätte jetzt funktionieren müssen. Aber das funktioniert und das ist so in einer Minute irgendwie hingeknallt. Ja. Aber ja, du hast recht, es sticht dann halt raus. Und das müsst ihr euch wirklich dann auch unemotional angucken und sagen, was sagen die Zahlen? Und dann, wie gesagt, macht Conversion, macht Story, testet eure Videos, testet vielleicht auch verschiedene Parts aus den Tracks, aus den Songs. Manchmal auch hier funktionieren Parts, die ihr euch gar nicht vorstellen konntet vorher. Es ist häufig gar nicht der Chorus. Und dann, wenn ihr eine Kampagne habt, die läuft, die funktioniert, die nach euren Tests die günstigste war, dann lasst ihr die bitte einfach laufen. Nicht mehr anfassen. Nicht mehr anfassen. Never change a running system und es zählt ganz normal, zählt ganz vor allem auch auf Werbung ab. Cool, sehr gut. Genau.